Zwei Hauptströme entwässern das Innere des afrikanischen Hochlandes, der Kongo zum Atlantischen, der Sambesi zum Indischen Ozean. Ein Deutscher, Oberleutnant Paul Grätz, durchquerte Afrika im Motorboot vom Sambesi zum Kongo und entdeckte den Schambesi als Quellfluss des Kongo. Zur Überwindung des Höhenkammes wird das Boot auf Rädern über Land befördert. Bergauf zur Wasserscheide. Auf der Höhe des Gebirgskammes. Über Knüppeldamm und durch ein trockenes Bachbett. Das Motorboot kehrt in sein Element zurück. Das Ziel ist erreicht, der Weg zum Kongo gefunden.